Am Anfang habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Es hat einfach Spaß gemacht, seinen Namen in den Bus zu taggen. Aber angeblich hätte ja jeder mal so eine Phase. Aber ich habe immer mehr Bock auf Graffiti bekommen, mir Sachen auf der Straße oder im Internet angeschaut. Und dann habe ich mir mit ein paar Freunden einen Crewnamen ausgedacht, haben uns Dosen besorgt und angefangen, unseren Namen zu verbreiten. Die anderen haben dann aufgehört. Ich habe weitergemacht. Ich habe erkannt, es geht hier um viel mehr. Man muss eigene Styles entwickeln. Ich lernte die anderen Jungs kennen und mir wurde klar, was Graffiti ausmacht. Mit Graffiti können wir uns repräsentieren. Wenn Leute deine Bilder wahrnehmen, dieses Gefühl, das ist es. Legales Malen ist ein Ventil, um den Stress zu vergessen und abzuschalten. Man trinkt und raucht zusammen. Man chillt und redet über Styles. Bei illegalen Aktionen malst du in Hektik. Da muss alles ganz schnell gehen. Wir wollten immer krasse Spots malen. Die Bilder waren zwar nicht so groß, aber viele kann man heute noch sehen. Die Crew und auch unsere Ziele sind mit der Zeit immer mehr gewachsen. Wir wollten mehr Bilder und wir wollten vor allem größere Bilder. Keiner ist zum Sprühen verpflichtet. Je nach Lebensphase ist man halt mehr oder weniger aktiv. Alles in allem sind wir seit knapp 10 Jahren im Stadtbild vertreten. Leerstehende Gebäude, Sportplätze und Fabriken dienten uns als Spielraum. Dort konnten wir unsere Styles entwickeln. Für uns ist Graffiti eine Crew-Sache. Wir bleiben unter uns und connecten nicht mit anderen Crews. Für jeden von uns hat Graffiti eine andere Bedeutung und einen anderen Reiz. Wie es entsteht, ist egal. Aber am Ende kann sich jeder mit dem neuen Bild identifizieren. Graffiti im öffentlichen Raum sorgt für Aufregung. Die meisten Leute wünschen sich eine saubere Stadt. Sie verstehen nicht, warum man sich dem Risiko aussetzt und Konsequenzen in Kauf nimmt. Für uns ist es immer wieder geil. Einfach durch die Stadt laufen und die Sachen von unseren Jungs sehen. Wir sind in Frankfurt aufgewachsen. Das ist unsere Stadt. Voller Kontraste, aber dadurch erst lebendig. Die Überwachung nimmt zu und Graffiti wird aus dem öffentlichen Raum verdrängt. Man ist gezwungen, radikaler zu werden. Aber was ist euch lieber? Grau oder bunt? Auch wenn sich unser Leben verändert hat, wird unsere Crew und Graffiti immer ein wichtiger Teil unseres Lebens bleiben. Unsere gemeinsamen Aktionen, egal ob gut oder schlecht, haben uns zusammengeschweißt.